Der Hi-Tri Rocket One ist laut Angaben des Herstellers der schnellste Top-Down-Resin-3D-Drucker der Welt. In der regulären Variante verspricht der Hersteller auf der Kickstarter-Kampagne eine Druckgeschwindigkeit von 380 mm pro Stunde und bei der Pro-Variante wie dieses Gerät hier bis zu 420 mm pro Stunde Druckgeschwindigkeit. Das ist schon ganz beeindruckend und in diesem Video schauen wir uns an, ob das wirklich stimmt, wo die Vorteile und wo die Nachteile liegen. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Macorama.de und es gibt einiges an Gesprächsbedarf in Bezug auf diesen Drucker, denn es ist nicht alles Gold, was glänzt. Fangen wir mal bei den Basics an. Was ist denn überhaupt ein Top-Down-Resin-Printer? Nun vergleichen wir das Ganze mal mit dem Elegoo Mars oder besser gesagt mit dem Saturn II, den ich letztens erst reviewed habe. Und da sitzt normalerweise hier unten eine Belichtungseinheit. Das ist dann meistens irgendein UV-LED-Panel, wo dann viele UV-LEDs drauf sind. Darüber ist dann ein Trichter, der das ganze UV-Licht reflektiert und nach oben projiziert. Und darüber ist dann nochmal ein monochromes Display, was dann entweder schwarz oder transparent ist und somit dann das UV-Licht an bestimmten Stellen durchlassen kann. Diese Drucker nennt man dann MSLA-Drucker oder auch Masked-SLA-Drucker. Beim Hi-Tri Rocket One ist das Ganze ein bisschen andersherum. Hier haben wir hier oben eine relativ große Belichtungseinheit, die schimpft sich beim Rocket One Kirin. Gibt es auch separat zu kaufen, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann haben wir hier unten einmal die Z-Achse, die wirklich tief runterfahren kann und dann unten nochmal den Tank, das Resin-Watt. Ja, ihr habt richtig gesehen, das ist das Resin-Watt. Also nicht so ein kleines Watt wie bei jedem anderen Drucker normalerweise, sondern schon ein richtig dicker Oschi. Nur mit dem Unterschied, dass das nicht dazu dient, um das Resin an Ort und Stelle zu halten. Ja, auch, aber das ist euer Bauraum. Ja, das heißt also, höher als das, breiter als das und tiefer als das könnt ihr nicht drucken. Geht einfach nicht, weil das einfach begrenzt ist durch diesen Bauraum. Und da kommen wir gleich zu einem Punkt, der jetzt wahrscheinlich vielen als Frage im Kopf rumschwirrt. Hey Maggie, brauche ich dann nicht unheimlich viel Material? Und da habe ich einen Vergleich für euch, nämlich... Das sieht vielleicht lustig aus, ist aber Realität, denn da habe ich quasi, bevor ich das Video gedreht habe, nochmal das Resin, was hier in dem Tank drin war, einfach reingefüllt und das Ding ist quasi bis hier oben hin voll. In den Tank passen grob 4 Kilo Material rein, also 3,75 Kilo, um genau zu sein. Das ist schon einiges an Material, was da wirklich reinpasst. Und das bedeutet aber auch, ihr braucht natürlich immer einen Resin-Spiegel, der hier oben bündig ist, damit er überhaupt drucken kann und damit das Resin, was hier oben auf dem Fokuspunkt entsprechend, wo die Belichtungseinheit auftrifft, natürlich auch drucken kann. Das heißt also, damit das Material hier oben ausgehärtet werden kann. Wenn es bei herkömmlichen Resin-Printern irgendwo hier unten am Boden stattfindet, genauer gesagt auf der untersten Schicht von dem über der Fettfolie, passiert es hier oben auf der obersten Schicht. Und das bedeutet natürlich auch, dass man dieses Vett komplett bis oben hin füllen muss. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man das komplett mit Resin füllen muss, so wie ich das jetzt getan habe, sondern man kann auch den sogenannten Filler damit zubestellen. Und dann kann man den Tank, hier oben ist so eine kleine Fülllinie, mit dem Filler auffüllen und hier oben eine ganz dünne Schicht an Resin auftragen. Das habe ich mal im Vergleich, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, wie das funktioniert. Hier unten habe ich Wasser und hier oben habe ich jetzt quasi Öl. Und im Prinzip könnt ihr euch so vorstellen, dass hier unten das dann bei dem Rocket One der Filler ist und hier oben drauf das Resin schwimmt. Das haben die Jungs geschafft, weil die Materialien unterschiedliche Dichtigkeiten haben. Das heißt also, dass der Filler ist deutlich dichter und damit schwerer und sinkt nach unten als das Resin. Und da müsst ihr auch schon drauf aufpassen, denn ein Material, was eine höhere Dichtigkeit hat als der Filler, sinkt natürlich nach unten und somit könnt ihr dann nicht drucken oder den Filler nicht verwenden. Das ist ganz wichtig. Da habe ich schon auf Facebook in der Nutzergruppe vom Rocket One schon einige gesehen, die dann bestimmte Resins ausprobiert haben und dann da quasi gescheitert sind, weil das Resin nicht kompatibel ist mit dem Filler. Wer jetzt meine Livestreams verfolgt hat, der wird wissen, dass ich auch mit dem Filler die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht habe. Angefangen damit, dass die Anleitung mir gesagt hat, okay, ich muss das Ding 40 Minuten in Wasser aufweichen, das ein bisschen schütteln, dann hier reingießen und dann wäre das Ganze gut.
In Wirklichkeit, hat auch Hydrise später dann zugegeben, dass es so ist, dauert das Ganze ungefähr 1 bis 2 Tage, bis das Wasser sich wirklich in den Filler soweit eingebreitet hat, das Ganze soweit aufgelöst ist, man es reingießen kann und dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los. Man kippt also wieder das Ganze zurück, kippt es wieder in die Flasche rein, schüttelt das Ganze wieder ein bisschen, lässt es wieder ein bisschen stehen, damit es sich vermischen kann und dann geht es so lange, bis die Flasche leer ist. Das ist ziemlich nervig, müsst ihr aber eigentlich nur einmal machen und dann habt ihr quasi einen angemixten Filler, den ihr laut Angaben des Herstellers immer wieder verwenden könnt. Immer wieder setze ich hier in Anführungszeichen, denn es gibt da ein kleines Problem, was der Hersteller später, nachdem er das Ganze veröffentlicht hat, den Drucker auch rausgeschickt hat, dann den Benutzern entsprechend angetragen hat, nämlich, dass man diese Kombination hier nach spätestens 5 Tagen wieder auskippen und neu anmischen muss. Das heißt also Resin raus, Filler raus. Und dann das Ganze erstmal verrühren, den Filter nochmal verrühren, das Resin nochmal durchrühren und dann das ganze Spiel wieder reinkippen. Ganz einfach deswegen, weil sich sonst beide Schichten miteinander vermischen, das heißt beide Materialien und dann könnt ihr natürlich nicht mehr drucken. Der Drucker selbst hat zwar in den Einstellungen eine Mischfunktion, also eine Umrührfunktion, mit der das Druckbett hoch und runter fährt, aber so wirklich funktionieren tut das dann nicht. Da muss man dann schon hingehen und wirklich alle 5 Tage das ganze Gemisch rauskippen, trennen und natürlich dann nochmal neu rühren, mischen, zusammenkippen wieder und dann hoffen, dass alles wieder funktioniert. Das ist ziemlich viel Arbeit und auch ziemlich nervig. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich packe da einfach nur Resin rein und da bin ich dann relativ gut mit dabei. Das Problem bei dieser Methode ist einfach, ich habe halt quasi, 3 Liter Totmaterial drin und 0,75 Milliliter Material, die ich wirklich aktiv nutze. Und da muss ich selbst auch immer hingehen und muss das Ganze umrühren. Entweder über das Menü, was der Drucker einem anbietet, oder halt mit einer Spachtel, die hier mitgeliefert wird. Das ist ziemlich aufwendig, muss ich sagen, und das macht den Drucker schon mal recht unattraktiv im Vergleich zu einem normalen SLA-Drucker. Aber wir wissen ja alle, wir nehmen es immer ein bisschen in Kauf, wenn es denn heißt, okay, der Drucker druckt schnell oder er hat bestimmte Eigenschaften, bei denen man sagen kann, man kann drüber hinwegschauen. Gehen wir mal auf den nächsten Punkt ein. Uncle Jesse hat ein Video veröffentlicht, bevor überhaupt die Kickstarter-Kampagne so richtig gestartet war, beziehungsweise genau als sie gerade am Laufen war. Ich habe das Video auch gesehen und habe gedacht, ey, das ist eigentlich ein ganz cooles Teil, ja, lass uns das mal unterstützen. Und in dem Video hat er bestimmte Punkte angesprochen, die er gerne verbessert sehen würde. Unter anderem zum Beispiel, dass der USB-Port hier hinten ist, den haben sie Gott sei Dank nach vorne gelegt. Zum anderen aber auch, dass hier vorne zum Beispiel mal dieser Mechanismus, um die Tür aufzuhalten, halt, mehr schlecht als recht bei ihm funktioniert hat. Das haben sie auch nachgebessert und ein paar andere Kleinigkeiten auch. Und als der Drucker bei mir auf der Türschwelle stand und ich ihn ausgepackt und eingerichtet habe, habe ich gedacht, hey, cool, die haben wirklich auf die Community gehört und haben einiges verbessert. Und mit der Zeit habe ich aber auch gemerkt, es sind auch ein paar Sachen, die nicht wirklich so gut sind. Und das möchte ich euch jetzt alles im Gesamtpaket einfach mal mit euch besprechen. Erstmal zum Lieferumfang nochmal. Es wird mitgeliefert so eine, muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr schöne Metallpinzette. Klar, die ist jetzt nicht ganz hochwertig verarbeitet, aber von der Größe und von der Handhabbarkeit her, muss ich echt sagen, auch vor allen Dingen aus Edelstahl, einfach nicht lackiert oder wirklich schön normales Edelstahl, dass man gut reinigen kann und dass man ordentlich sauber machen kann. Dann auch nochmal eine, finde ich, wirklich schöne Spachtel, muss ich sagen, mit einem schönen Holzgriff. Fühlt sich gut an, liegt gut in der Hand und hat echt schon gute Dienste geleistet. Bei der, Flachzange hier könnte ich, nicht wirklich sagen, dass die gut ist. Also die sieht zwar gut verarbeitet aus, der Griff ist auch schön, aber ihr merkt schon, nach 1-2 Mal Nutzen war die Feder ausgeleiert. Das heißt also, das ist nicht wirklich so schön. Dann haben wir hier nochmal so eine Spritze, mit der ihr das Material, wenn ihr unten einen Filler drin habt, natürlich das Material entsprechend oben rausziehen könnt, um es dann von dem Filler zu trennen. Dann haben wir hier nochmal ein paar Papierfilter zum Filtern von eurem Resin. Bin ich mittlerweile auch kein Fan mehr von, dafür habe ich einen schönen Metallfilter mit einem Netz oben drin. Und muss ich sagen, habe ich einfach zur Seite gelegt, nutze ich nicht, muss ich ehrlich sagen, nutze ich absolut gar nicht. Dann haben wir im Lieferumfang noch so ein kleines Päckchen mit einem Stück Schleifpapier, um die Oberfläche des Druckbetts anzuschleifen und natürlich hier so ein paar Imbusschlüssel.
Also nichts wirklich Besonderes. Und dann hier nochmal den kleinen Überlaufbehälter. Und da möchte ich euch gleich mal was zeigen, denn ihr habt hier oben so eine Rinne drin. Und in dem Modell von Uncle Jesse gab es diese Rinne noch nicht so, beziehungsweise gar nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr richtig auswendig. Jedenfalls, das Teil ist bei dem übergelaufen und das ist dann halt hier vorne raus. Und das Ding war relativ schnell voll hier, der Container. Und der hat eine Riesensauerei gehabt. Da muss ich sagen, das haben sie positiv verbessert. Da habe ich so eine Sauerei bei weitem noch nicht gehabt. In dem Punkt mit, naja, was für eine Sauerei richtet das ganze Teil an, muss ich sagen, hält er sich in Maßen genauso wie der Saturn 2. Also da geben die zwei sich nichts. Da läuft nichts über, wenn man es ordentlich bedient. Klar, wenn man jetzt hingeht und hier nochmal einen Liter mehr reinkippt, ist klar, dann hat man eine Sauerei ohne Ende. Aber ansonsten, ja, funktioniert das wirklich so wie versprochen. Den Behälter klemmt man hier vorne ein. So, und dann hält der. Und wenn dann irgendwann das Druckbett reinfährt und hier natürlich dann das Resin überläuft, läuft es perfekt hier vorne rein. Es läuft nichts hier am Druckbett herunter oder am Watt herunter, sondern es kommt alles schön hier in den Überlaufcontainer rein. Die Rinne und auch den Container, ja, okay, den jetzt sauber zu machen, muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man tief reingreifen kann, kann es sein, dass man mit der Hand drankommt. Also von daher alles gut. Den kleinen Überlaufcontainer wünsche ich mir ein bisschen größer. Nicht damit der mehr reinpasst und man mehr auffangen kann, sondern einfach, um das Ding besser zu reinigen. Ja? Das hat Uncle Jesse auch schon in seinem Video gesagt und das haben sie leider nicht verbessert, muss ich sagen. Da kommt man einfach so gut wie nicht rein. Ja, da muss man wirklich, bis die letzte Ecke sauber ist und das Resin raus ist, das dauert schon ein bisschen. Und gerade wenn das Resin da drin gehärtet ist, weil man den mal vielleicht irgendwo eine Stunde vergessen hat, stehen zu lassen, dann ist das schon echt ein Krampf, da Material rauszukriegen. Und da würde ich mir wünschen, dass der Hi-Dry entsprechend nachbessert. So, das Ganze wird befestigt auf dem Drucker. Und zwar mit zwei Schrauben hier in der Mitte. Die sind dann hier entsprechend hier rechts und links befestigt. Und dann liegt das Ganze nochmal auf solchen Kugellagern hier auf. Warum, weshalb, deswegen weiß ich nicht. Aber da fängt schon gleich ein Kritikpunkt an. Denn diese Kugellager, ich habe es bei mir nicht geguckt, ob die genau ausgerichtet sind. Aber bei vielen anderen waren die unterschiedlich hoch. Das bedeutet, man hatte nochmal zusätzlich Aufwand gehabt, um die Teile wirklich auszuleveln, damit der Drucker halt wirklich hundertprozentig gerade steht. Denn das ist nämlich eines der Schlüsselpunkte, die man beachten muss, wenn man das Druckbett jetzt hier so reinpackt. Moment. Na, geh da rein. Erstens, dass das Druckbett hier nicht wirklich so einfach reingeht, sondern man das irgendwie immer so ein bisschen da so reinzwiebeln muss, dass das ein bisschen umständlich ist, weil auch diese Druckbettvorrichtung, wenn die gehomed ist, ungefähr bis hier geht. Ja, das heißt also, man muss ein bisschen fuddeln und wenn man das Teil halt voll mit Resin hat, ist es echt ein Krampf. Und zum anderen aber auch muss man gucken, dass dieses Wett hier komplett gelevelt ist. Nicht der Drucker an sich. Der Drucker an sich hier mit den Stützen unten drunter ist erstmal egal. Klar, die Stützen kann man nutzen, wenn das Druckbett hier oder das Wett entsprechend ausgerichtet ist, dass man das dann levelt. Aber man muss schauen, dass die Resinoberfläche hier wirklich plan ist und man muss halt schauen, dass die Resinoberfläche wirklich gerade ist und auch mit der Oberfläche vom Druckbett übereinstimmt, damit man auch wirklich später ein gutes Druckergebnis erhält. Ich habe mir gleich zu Beginn dann überlegt, okay, wie kann ich das am besten anstellen und habe den Drucker erstmal hingestellt, mir eine Wasserwaage geholt, das dann ausgemessen und geschaut und dann gemerkt, okay, das Druckbett hängt ein bisschen schief. Oder beziehungsweise das Wett hängt ein bisschen schief im Vergleich zum Druckbett und habe das dann nochmal zusätzlich ausgeglichen, damit das dann am Schluss wirklich alles sauber und ordentlich ist. Wenn man das einmal gemacht hat, muss man einfach sagen, okay, muss man da nicht weiter nachbessern, dann hält das auch wirklich und man hat dann auch wirklich keine Probleme großartig damit, außer man verstellt den Drucker nochmal, wie ich jetzt hier auf die Werkbank, dann ist natürlich nochmal Neuleveln angesagt. Gedruckt habe ich mit dem Rocket One auch einiges. Und zwar dieses ganze Behältnis war gut. Okay, den Schaumstoff hier nehmen wir mal raus. Und ich nehme auch mal die Figuren, die ich zum Vergleich auf dem Saturn 2 gedruckt habe. Hier zum Beispiel den Türer. Er ist eine super Figur. Oder aber auch hier King of Death. Ja, wollte ich einfach mal zum Vergleich drucken. Ist natürlich passgenau und so, wie es eigentlich sein soll. Gedruckt im Eligu ABS-like Resin. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso wie zu jedem anderen Resin, was ich zeige. Und auch zu den ganzen anderen Tools und natürlich auch zum Drucker. Dann fangen wir erst einmal an, dass ich am Anfang diese Teile hier gedruckt habe. Das sind solche Lampenschirme, die kann man auf Thingiverse runterladen. Link ist dazu auch in der Videobeschreibung.
Davon habe ich am Anfang wirklich viele gedruckt. Das habe ich in dem High-Try Resin gedruckt, was mitgeliefert worden ist, in dem SO Resin. Und da war ich erst einmal am ersten Tag ziemlich beeindruckt von der Druckgeschwindigkeit. Auch von der Qualität erst einmal, die ich dabei rausbekommen habe. Habe dann aber später gemerkt, hey, Moment, nicht ganz, kommt nicht ganz hin. Ihr seht, ich habe einige von den Teilen gedruckt, um die Drucksettings so ein bisschen rauszufinden. Denn es ist nicht ganz einfach. Ich grabe mal hier noch ein paar andere Sachen raus. Wie zum Beispiel mal diese Figur. Genau, die habe ich gesucht. Das ist so eine Art Batman-Verschnitt mit so ein bisschen Geschnörkel außenrum. Ist wunderschön rausgekommen, kann man nicht meckern. Könnten vielleicht ein paar mehr Details sein, also dass die Details noch ein bisschen schärfer werden, aber der Drucker hat nun mal nur eine, in Anführungszeichen, nur 35 Micron Auflösung in der XY-Achse. Das heißt also, der Saturn mit seiner 28 Micron Auflösung ist da schon ein bisschen besser bedient, von daher bin ich da mit den Details nicht ganz so kritisch wie beim Saturn 2. Aber wenn man sich hier diese Lampenschirme mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man hier schon relativ schnell, dass hier mal was abgerissen ist, da was abgerissen ist und. Das kommt dadurch zustande, dass ich versucht habe, die Druckgeschwindigkeit so schnell wie möglich hochzukranken, damit ich auf die versprochenen 380 bzw. 420 mm pro Stunde zu kommen, ohne zu wissen, dass es da ein paar fette Abers gibt, damit man das überhaupt erreichen kann. Das hier zum Beispiel mal ist auch so ein prädestiniertes Objekt, ja, da sind diese ganzen dünnen Teile sind einfach alle abgerissen und ich habe dann den Hersteller gefragt, hey, woran liegt es, dass der Drucker nicht die versprochenen 380 oder 420 mm pro Stunde angibt. Und da habe ich erstmal vom Hersteller einen Verweis auf deren Webseite bekommen, wo sie behaupten, dass der Drucker nur 300 mm pro Stunde drucken kann und da habe ich erstmal gestutzt. Da habe ich gemeint, Moment, ich habe das Ding nicht bei euch auf der Webseite gekauft, sondern auf der Kickstarter-Webseite. Und dort habe ich einfach das Kickstarter-Projekt unterstützt. Und ihr habt dort versprochen, dass der Drucker 380 bzw. 420 mm pro Stunde drucken kann. Ja, die Antwort vom Hersteller war, die Werte auf der Webseite sind maßgeblich. Und ich glaube, den Grund dafür mittlerweile zu wissen, dass sie einfach, naja, das Ganze im Labor als Benchmark vielleicht irgendwann mal die 380 oder 420 erreicht haben und das dann als, naja, werbewirksam quasi auf der Webseite von Kickstarter angegeben haben. Das finde ich nicht ganz in Ordnung, das finde ich echt ein bisschen daneben. Aber nun ja, wenn er dann 300 mm pro Stunde drucken kann, dann bin ich damit auch zufrieden und habe dann gefragt, mit welchen Einstellungen ich denn die 300 mm pro Stunde erreichen kann, in der Hoffnung, dass ich eine Antwort von Ihnen erhalte. Und die Antwort war, nein, Sie haben Ihre Webseite wieder mal geupdatet und jetzt ist der reguläre Druck, die reguläre Druckgeschwindigkeit bei 70 mm pro Stunde. Und da ist mir ehrlich gesagt die Kinnlade nach unten gefallen. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht 420, nicht 380, nicht 300 mm pro Stunde, sondern 70 mm pro Stunde kann man mit regulären Resins wie diesem hier drucken. Ich habe dann gefragt, okay, wenn die reguläre Druckgeschwindigkeit 70 mm pro Stunde sind, also mit einem herkömmlichen Resin, wie erreiche ich dann eine Druckgeschwindigkeit von 300 mm pro Stunde oder vielleicht 100 mm oder 200 mm pro Stunde. Die Antwort war ja mit den richtigen Settings und mit dem High-Try SF Fast Resin. Das heißt also, es gibt ein spezielles Resin von dem Hersteller. Das ist ein sehr, sehr flüssiges Material, was sehr flüchtig ist und was sich sehr, sehr gut drucken lässt und das dann auch schnell sich wieder von dem Objekt, von der Kante oben entsprechend wieder verzieht und das dann da nur wirklich in hauchdünner Layer wirklich übrig bleibt und damit könnte man dann mit bestimmten Einstellungen im Slicer dann so 300 mm pro Stunde erreichen. Das war mir dann ein bisschen zu vage und ich habe dann in der Facebook-Gruppe rumgesucht, ich habe in der Anleitung rumgesucht und alles drum und dran und habe dann eine Tabelle gefunden vom Hersteller, wo bestimmte Druckangaben zu sehen waren mit Exposure Time, Retraction Time und allem drum und dran und habe mir das dann mal ausgerechnet und bin auf, naja,
Laborwerte unter Optimalbedingungen von 280 mm pro Stunde gekommen. Unter Optimalbedingungen wohlgemerkt. Wenn nichts schief geht, wenn alles passt, das Resin stimmt und. Das sind viele dicke Abers und das ist mir ein bisschen zu vage. Und ich habe dann nachgefragt, ob das denn wirklich deren Ernst wäre. Und ich war nicht alleine, denn es gab in der Facebook-Gruppe und auch auf Kickstarter einen riesen Unmut, als dann diese Änderung auf der Webseite kam. Bei Kickstarter konnten sie den Wert nicht ändern, weil Kickstarter clevererweise sagt, ey, wenn ihr das Ding verkauft und dann entsprechend, naja, später rauskommt, dass ihr das nicht einhalten könnt, ihr könnt die Webseite nicht nachträglich ändern. Das ist fix, sobald die Kampagne wirklich erfolgreich gefundet wurde. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Für mich, als ich den Drucker bestellt habe, gab es die Webseite noch nicht. Und ich habe wirklich den Drucker mit gutem Gewissen gekauft, dass die Damen und Herren einen Drucker verkaufen, der 420 mm pro Stunde druckt. Das war für mich ein ausschlaggebendes Argument, dass er das kann. Und jetzt kommt raus, er kann es halt einfach nicht. Jetzt mag der ein oder andere sagen, okay, du brauchst halt keinen Fettfilm mehr, weil dieser Container, der hier drin verbaut ist, natürlich unten keinen durchsichtigen Boden hat, sondern komplett von oben einfach bedruckt wird. Und das ist für viele Leute ein legitimes Argument, dass sie sagen, okay, dann kaufe ich mir halt ein sehr flüssiges Material, was sich gut drucken lässt auf dem Drucker. Und dann ist für mich der Käse gegessen. Ich muss allerdings sagen, naja, es gibt da so ein paar kleinere Haken und ich möchte euch nochmal erklären, was ich damit meine. Holen wir erst einmal aus, was ich denn in letzter Zeit gedruckt habe. Ich habe hier wieder mal ein Exemplar, was ich auf dem Saturn 2 gedruckt habe. Und zwar im Vulkan ABS Resin, ABS-like Resin von Atlas 3D. Und das ist echt ein schönes Resin. Damit habe ich zum Beispiel mal jetzt angefangen, die Razor Crest zu drucken von Star Wars. Und jedes Modell, was ich mit dem Saturn 2 mit diesem Material gedruckt habe, ist eigentlich echt erstklassig rausgekommen, sofern ich die Settings richtig hatte. Und wie ihr sehen könnt, die Settings sind mittlerweile richtig gut eingestellt. Geht noch vielleicht ein Ticken besser, aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kannst du doch bestimmt mit dem gleichen Material auch mit dem Rocket One drucken. Und das Ergebnis ist das hier. Das Problem, was ich damit habe, ist ganz einfach erstmal, hier oben ist eine riesen fette Blase drin. Beziehungsweise es ist keine Blase, sondern es hat damit zu tun, dass das Material nicht so dünnflüssig ist wie das Original von Hi-Dry. Und da kommen wir gleich zu der Frage, die viele auch gestellt haben, ist denn der Drucker nutzbar mit anderen Resins von anderen Marken? Kurz gesagt, ja, grundsätzlich ist er das. Lange Antwort, nein, eigentlich nicht. Denn wenn ich mir jetzt mal angucke, so ein ABS-like Resin wie das Vulkan Resin, was sich wunderbar auf dem Saturn 2 drucken lässt, da habe ich hier beim Rocket One wirklich viele Probleme. Ganz einfach deswegen, weil es halt nicht so dünnflüssig ist wie das Resin von Hi-Dry. Und das hat das Problem als allererstes, dass es sich halt nicht so schnell von der Druckoberfläche verzieht und dann natürlich sich aufstaut und damit der ganze Druck sich irgendwie verformt. Das merkt man hier vorne schon ganz deutlich auf der Brust. Hier ist das Sichelsymbol von Moon Knight entsprechend beim Saturn 2 Druck. Wunderschön zu sehen, da sieht man auch die einzelnen Bandagen, die um die Sichel drum ist. Und hier beim Rocket One erkennt man das kaum noch. Es wirkt irgendwie, als wenn das ganze Modell irgendwie aufgeschwollen wird. Und das kommt genau daher. Auch hier unten an der Basis sieht man, dass die nicht ganz flach ist, wie beim Rocket One Bauteil. Das finde ich dann echt schon sehr schade und das zieht sich wirklich durch alle Drucke, die ich mit dem Rocket One, mit dem Atlas Vulkan Resin gemacht habe, so komplett durch die ganze Bahn durch. Aber warum habe ich denn jetzt immer nur komplett mit dem ABS-like Vulkan Resin gedruckt? Naja, ganz einfach, weil es das einzigste Resin war, was ich in ausreichender Menge da hatte, um den kompletten Container hier zu befüllen. Ich habe zwar einen Filler mitbestellt, aber der Filler hat noch ein ganz anderes Problem, worauf ich jetzt gerne eingehen möchte. Denn wenn ihr jetzt hingeht und versucht, mit der Spritze, die mitgeliefert wird, hier oben das Resin abzusaugen, habt ihr irgendwo einen Punkt, weil es sich halt ab einem gewissen Zeitpunkt halt anfängt zu vermischen, dass ihr hier so eine Schicht habt, die ineinander übergeht. Und wenn ihr versucht, das Resin abzufüllen, habt ihr hier trotzdem immer noch mal ein bisschen Resin mit drauf. Das ist erstmal nicht schlimm, wenn ihr sagt, okay, ihr druckt immer wieder mit dem gleichen Resin weiter. Dann habt ihr damit absolut gar kein Problem. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt mal die Farbe wechseln, zum Beispiel mal von Grau oder von Schwarz auf Weiß oder von der einen Farbe von Rot auf Gelb oder von Rot auf Blau oder sowas in Richtung,
dann habt ihr auf einmal Farbpartikel von dem alten Resin in dem neuen drin und natürlich auch mit dem neuen Resin dann entsprechend, was sich mit dem alten vermischt, auch nochmal neue Einstellungswerte, wenn man es genau nimmt. Ja, klar, in der Praxis macht es nicht wirklich viel Unterschied. Habe mich auch selbst am eigenen Leib spüren können. Ich habe jetzt hier mal einen Terminator-Kopf gedruckt, der auch nicht hundertprozentig detailliert ist und auch nicht wirklich perfekt passt. Aber es ist schon mal besser als das Ergebnis von dem Vulkan-Resin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt ein riesengroßer Punkt. Denn ich habe dann mit der Zeit einfach angefangen, neues Resin beizumischen, weil ich einfach ja gewusst habe, okay, egal ob ich das jetzt raussauge oder nicht, es vermischt sich am Schluss eh und es macht keinen großen Unterschied. Das ist schon mal ziemlich, naja, nervtötend und ein kleiner Nachteil. Also wenn ihr sagt, okay, ihr wollt gerne mal was in Weiß, dann mal in Schwarz, dann mal in Rot, dann mal in Blau oder was weiß ich auch immer drucken, mal flexibel, mal in ABS-like, dann habt ihr mit dem Drucker wirklich keinen Spaß, weil ihr mit dem Filler halt ständig euer Resin vermischt. Klar, jetzt könnte man hingehen und sagen, okay, man trägt so viel ab, bis es dann endlich, naja, funktioniert und bis man wirklich das letzte Resin wegbekommen hat. Aber wenn man dann das Ganze mal einen Tag so lange stehen lässt, wie ich eingangs schon erwähnt habe, nach 5 Tagen sollte man das Ganze wieder komplett rauskippen, voneinander trennen, nochmal umrühren, wieder reinkippen. Ihr merkt schon, das ist nicht ganz einfach und nicht wirklich ganz pflegeleicht. Und da spreche ich wirklich nicht über Settings und Druckqualität und dass ich vielleicht deppert bin und das nicht richtig eingestellt bekommen habe, sondern einfach von den physikalischen Randbedingungen, die dieser Drucker halt entsprechend mit sich bringt. Ich habe dann auch Versuche gestartet, andere Drucker zu drucken, wie zum Beispiel diesen King of the Death oder King of the Dead. Der ist auch nicht wirklich so schön rausgekommen, wie ich mir es vorgestellt hätte. Hier oben ist dann auch wieder entsprechend so eine kleine Blase oder so eine kleine Wölbung, die sich angesammelt hat über die Zeit. Die Basis ist auch nicht, wo habe ich die jetzt hier, ist auch nicht wirklich schön rund, also nicht wirklich schön glatt, weil hier oben sich alles wieder vollgesammelt hat mit Resin. Das ist dann doch schon wirklich sehr, sehr nervig und muss ich sagen, können andere Drucke besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, da ist es ein anderes Material, aber wenn ich mir das mal im Vergleich zum Elego Mars anschaue, da liegen Welten dazwischen. Ja, da liegen Welten dazwischen. Und wenn ich jetzt mal überlege, okay, es kommen viele und sagen, ja, aber ich spare ja die Fab-Folie. Ja, das kostet ja Geld. Aber wenn ich jetzt überlege, ich muss mir hier ein, naja, sehr flüssiges, sehr dünnflüssiges Resin kaufen, die dann meistens nochmal vielleicht, wenn man jetzt auf ein Seraya oder sonst irgendwas geht, halt nochmal einen Ticken teurer sind, als ein Vulkan ABS Resin, dann habe ich hier schon mal einen Kostenfaktor und ich muss natürlich nicht nur eine Flasche kaufen, die ich dann reinkippen kann, wie bei einem herkömmlichen Drucker, sondern ich muss gleich mal 4, 5, 6 Flaschen kaufen, denn ich muss natürlich auch, wenn ich einmal was gedruckt habe, dann ist der Resin-Spiegel etwas weiter unten, weil das Material, mit dem ich die Figur gedruckt habe, dann fehlt. Das muss ich wieder auffüllen, damit ich wieder oben bin. Und ja, ich muss jedes Mal, bei jedem neuen Druck, muss ich nochmal neu leveln. Das ist nervig. Das ist ultra nervig und wenn ihr nicht richtig levelt, kann es sein, dass entweder der Druck bei den ersten Schichten fehlt, das heißt also, dass erstmal die ersten Schichten leer gedruckt werden, oder aber auch, wenn ihr zu weit das Druckbett runter unter den Resin-Spiegel legt, dann kann es natürlich sein, dass euer Druck sich warpt. Dass er also nicht richtig auf der Druckplatte hält und dann sich von der Druckplatte löst und das ist natürlich böse. Und das müsst ihr wirklich bei jedem neuen Druck machen. Das heißt, ihr müsst wirklich ziemlich genau leveln, damit der Druck hält. Wenn ihr das geschafft habt, hält der Druck echt Bombe, dann kriegt ihr den wirklich schwer von der Druckplatte ab. Da habe ich schon wirklich schwere Zeiten gehabt, das Teil von der Druckplatte zu lösen. Da war ich froh, dass ich so eine gute Spachtel hatte, mit der ich quasi durch die Löcher von der Druckplatte durchquetschen konnte. Aber wenn ihr das nicht richtig macht, und das müsst ihr, wie gesagt, bei jedem neuen Druck machen, dann habt ihr echt eine schwere Zeit mit dem Drucker, weil entweder der Druck nicht richtig wird oder dass der Druck sich von der Druckplatte löst. Last but not least möchte ich noch mal ein bisschen auf die Qualität von dem Drucker eingehen. Und die ist meines Erachtens, naja, für einen Drucker von diesem Preissegment her echt schockierend. Und darüber rede ich jetzt nicht, dass es hier zum Beispiel nur der kleine Türmagnet abgebrochen ist, ja. Na, kriege ich ihn ab. Hier. Drin. Wohlgemerkt, der Türmagnet ist schon seit dem zweiten Tag abgebrochen. Da ist hier einfach im Rahmen hier unten, wo das Druckbett, das Resinbett drauf liegt, einfach eine Schraube in den Rahmen gedreht und diese Halterung, wo dann der Magnet dran war,
Ja, es hält einfach nicht mehr. Diese Schraube ist nach 2 Tagen so ganz normal auf- und zumachen, ist die nach 2 Tagen gebrochen. Und da muss ich echt sagen, okay, da hat die Qualitätskontrolle gepennt, weil, naja, sowas darf eigentlich bei einem Drucker, der immerhin knapp 1000 Euro kostet, nicht passieren, würde ich einfach mal sagen. Hoi, es gibt nochmal ein paar Änderungen, die ich euch hier aus dem Videoschnitt zum Rocket One Video gerade mitteilen möchte. Und zwar habe ich HiTry ziemlich oft eine E-Mail jetzt geschrieben, fast täglich mittlerweile, bis ich dann endlich mal eine Antwort bekommen habe. Ich habe auch Videomaterial, was ihr jetzt schon im Video jetzt schon gesehen habt bisher und auch noch sehen werdet, auch HiTry zur Verfügung gestellt, damit die Jungs dort wissen, was denn vom Problem existiert. Eine wirkliche Lösung für diese Probleme, die noch kommen werden, haben sie bis jetzt nicht präsentiert. Die einzigste Antwort war nur, ja, der Support wird sich wegen einem Termin melden. Wo ich sage, okay, ihr seid der Support, was bedeutet wegen einem Termin? Und habe darauf bis heute keine Antwort mehr erhalten. Was sie mir aber zugesichert haben, ist, dass sie mir einen Türmagneten zuschicken wollen, was an sich ganz schön ist. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass sie auf meine E-Mails gar nicht mehr antworten, weil ich dann wieder nachgefragt habe, was mit den anderen Problemen ist. Und weil mir dann echt langsam die Hutschnur platzt, habe ich gesagt, okay, ich möchte eigentlich den Drucker gerne zurückgeben. Und seither ist seit, naja, 1-2 Wochen jetzt ungefähr Funkstille. Das heißt also, ich kriege keine Antwort mehr und ihr werdet auch gleich nochmal sehen, was denn für Probleme überhaupt noch mit dem Drucker bestehen. Denn der Türmagnet ist das kleinste Problem, sage ich mal. Da gibt es noch weitaus größere Hardware-Probleme. Der ein oder andere hat es schon gesehen, vielleicht in den Short-Videos, die ich veröffentlicht habe. Aber es ist halt echt starker Tobak und das ist nicht nur bei meinem Drucker, sondern auch bei vielen anderen. Und HiTry reagiert ähnlich auf die Anfragen von anderen Kunden, die sowohl auf Kickstarter als auch regulär den Drucker gekauft haben und beantwortet die einfach nicht und ignoriert die E-Mails und hört nicht mehr drauf. Deswegen muss man einfach leider Gottes davon ausgehen, dass die Damen und Herren nichts Gutes im Sinne haben. Was auch immer da jetzt bei denen vorgeht, ich weiß es nicht. Aber ich würde dort auf jeden Fall keinen Drucker mehr kaufen, aber das werdet ihr gleich selbst noch sehen. Der zweite Punkt ist, dass hier oben das Display, beziehungsweise das Board vielleicht, nicht mal das Display, sondern eher das Board, naja, gelinde gesagt, unterdimensioniert ist, wenn man es so möchte. Denn wenn ich einen Druck wie diesen hier drucke, kann ich das Display schon nicht mehr während dem Druck irgendwie bedienen. Das heißt also, es reagiert nicht mehr. Und wenn der Druck fertig ist, muss ich ungefähr eine Viertelstunde bis halbe Stunde warten, bis der Drucker wirklich wieder reagiert. Ich habe das Ganze zu HiTry geschickt und habe gesagt, hey, der Drucker, naja, das Display friert während dem Druck ein, wenn der Druck ein bisschen größer ist, also sowas wie das hier. Die Antwort von HiTry war, naja, dann druck halt kleinere Objekte. Ganz ehrlich, bei solchen Argumenten, ja, wenn es ein 150-Euro-Drucker wäre, hätte ich gesagt, okay, gut, dann habe ich halt 150 Euro in den Sand gesetzt, dann stelle ich den hin und nutze einen anderen Drucker, so wie ich es beim OneHow Duplicator D7 Plus gemacht habe, da war das Ganze nicht so schlimm. Aber bei einem Drucker, der knapp 1000 Euro kostet, erwarte ich dann doch schon mal ein bisschen mehr vom Support, dass dann da auch wirklich mal was rüberkommt. Zumal ich bis heute auch noch eine Verweigerung vom Support bekomme, dass sie überhaupt einen Türmagnet austauschen oder sonst irgendwas austauschen. Als ich den Drucker jetzt eben hier auf die Werkbank stellen wollte, habe ich dann natürlich hinten den Stromstecker rausziehen wollen und mit dem Stromstecker habe ich gleich die ganze Buchse aus dem Drucker rausgezogen, ohne dass ich es wirklich großartig jetzt wollte oder irgendwas in Richtung. Ich hatte den Stecker einfach ganz normal drinstecken, wie im Saturn auch, und habe den einfach rausgezogen und hatte gleich die ganze Buchse in der Hand. Ist mir bis jetzt auch bei keinem Drucker passiert. Nicht mal bei den Druckern, die ich selbst gebaut habe, wo ich weiß, okay, da ist vielleicht ein bisschen was wackelig, wenn ich das Ganze ein selbstgedrucktes Teil verbaue. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt haarsträubend. Und wenn ich noch überlege, was ich bis jetzt schon auf Facebook in den Gruppen gesehen habe und auch in den Kommentaren auf der Kickstarter-Kampagnenseite, boah, da ist alles dabei von die Z-Achse, die Spindel oder auch die Führungsschienen von der Z-Achse sind verbogen, bis hin zu, ich halte das Ding ein und es macht einmal Peng und der ganze Drucker ist hinüber. Da sträuben sich mir echt wirklich die Haare, was sich denn die Qualitätskontrolle von HiTry wirklich denkt. Und von daher kann ich nur sagen, der Drucker ist, wenn er läuft, ja okay, kann man ihn benutzen, aber er ist eigentlich brandgefährlich. Und ich bin echt froh, wenn ich das Ding nicht mehr bei mir zu Hause hier stehen habe. Ich werde ihn nämlich nach diesem Video wirklich verkaufen.
Aber ihr werdet jetzt bestimmt fragen, was sagt denn der Support dazu? Naja, wie schon gesagt, also die Schraube hier zum Beispiel mal weigert sich, der Support überhaupt irgendwie auszutauschen. Sie haben dann gesagt, okay, sie schicken mir ein Video, wie ich das Ganze entsprechend drucken kann. Sie schicken mir eine STL-Datei, die ich dann drucken kann, damit ich die Halterung mit einer eigenen Schraube wieder in den Rahmen drehen kann. Ist alles bis jetzt noch nicht passiert. Dann hat es geheißen, sie schicken mir ein Video, wie ich das Display reparieren kann, wobei ich gesagt habe, ganz ehrlich, wenn das Teil unterdimensioniert ist und das nicht wirklich mit der Last klarkommt, dann kann ich so viel reparieren, wie ich möchte. Das geht nicht, aber bis heute kein Video erhalten. Und ansonsten habe ich auch wirklich persönlich so vom Support her nicht wirklich eine hilfreiche Antwort bekommen. Immer nur irgendwelche Ausflüchte und irgendwelche, naja, oberflächlichen Antworten für etwas tiefgreifendere Probleme. Und andere Leute, wie zum Beispiel mit der verbogenen Z-Achse, haben erst gar keine Antwort bekommen, beziehungsweise die Antwort bekommen, dass der Support das Teil nicht austauschen wird, sondern dass einfach nur die Schrauben fester ziehen sollen. Das finde ich ist schon echt unerhört und da muss ich sagen, kenne ich das zum Beispiel vom Support von Elegoo deutlich besser. Gehen wir nochmal kurz auf den Punkt der Kosten ein, weil es oftmals den Punkt gab, okay, ja, ich brauche ja bei dem Drucker keine FEP-Folie, deswegen ist der ja viel günstiger. Der hier hat jetzt knapp 1000 Euro gekostet, also irgendwas 970 Dollar, plus natürlich Zoll und plus Einfuhr und allem drum und dran, sagen wir also grob 1000 Euro. Rechne ich das Ganze jetzt mit einem Saturn 2, dann muss ich natürlich erstens mal die FEP-Folie kaufen. Ein Paket mit 5 Folien kostet circa 50 Euro waren es ungefähr, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Dann brauche ich nochmal Resin natürlich, das habe ich hier schon in dem Paket mit dabei gehabt, plus den Filler, damit ich hier wirklich komplett eine Tankfüllung quasi voll habe. Da bestelle ich dann für den Saturn 2 äquivalent einfach 4 oder 5 Flaschen von dem Resin mit. Da sind wir dann bei einem Preis von 22 Euro bei 110 Euro Gesamtpreis für das Resin, plus nochmal 4 Packungen von der Folie. Damit sollten wir ungefähr, wenn wir alle 3 Monate eine neue Folie aufziehen, ungefähr 5 Jahre hinkommen. Das heißt also, wir haben dann schon mal 310 Euro insgesamt an Material plus den Drucker. Da sind wir bei 550 momentan, glaube ich, je nachdem, welche Aktion ihr gerade mitnehmt. Also sind wir summa summarum bei einem Preis von 860 Euro im Vergleich zu 1000. Nur mit dem Unterschied, dass ihr eine wesentlich bessere Druckqualität habt. Ja, ihr müsst die FEP-Folie tauschen, das ist natürlich auch Arbeitszeit, aber dafür kann ich den Drucker mehrfach hintereinander, ohne neu zu leveln, direkt starten. Ich habe meine Settings für das Resin und kann einen alten Druck abräumen, die Folie wieder draufpacken, beziehungsweise die Flexplate wieder draufpacken und direkt wieder losarbeiten. Und das kann ich bei diesem Drucker nicht, denn da muss ich erstmal leveln und der kostet auch insgesamt nochmal ein bisschen mehr. Und das ist erstmal nur der Preis, den ich auf Kickstarter bezahlt habe. Der reguläre Preis liegt natürlich weitaus höher. Der liegt nämlich bei irgendwas um die 15, 16, 1700 US-Dollar. Ja, ihr habt richtig gehört. Da macht das Ganze natürlich dann nochmal deutlich weniger Sinn, weil dann habe ich eine Differenz von knapp 1000 Euro fast schon. Und wenn ich jetzt so in die Valentinstagsangebote gehe, die letztens erst auf der Webseite zu haben waren, da bin ich bei 1200 Dollar, glaube ich, insgesamt. Plus natürlich noch Versand und nochmal Zoll und allem drum und dran, während ich bei Elegoo das Ganze aus einem deutschen Warenlager bzw. aus einem EU-Warenlager gesendet bekomme, da ist der Zoll schon im Vorrein eingerechnet. Und da muss ich sagen, dann macht der Drucker noch weniger Sinn. Ja, abschließend lässt sich einfach nur sagen, das ganze Ding ist meiner Meinung nach eine Nullnummer. Kauft euch diesen Drucker, wenn ihr ihn seht. Wenn ihr unbedingt wollt, ja, kauft ihn euch. Ja, er ist nicht annähernd so schnell, wie der Hersteller verspricht. Der Support ist komplett für die Füße. Ihr braucht Unmengen an Material. Ihr müsst es jedes Mal neu leveln. Und das im Vergleich dazu, dass ihr keine FEP-Folien braucht, ist halt nur ein kleiner Trost. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich würde nicht nochmal kaufen. Kauft euch lieber einen Saturn 2, denn wenn ihr jetzt nochmal vergleicht, dass ein Saturn 2 fast eine doppelt so große Druckplatte hat und eine höhere Auflösung, seid ihr schon mal entsprechend schneller, weil ihr könnt diese zwei Figuren hier, also den King of the Dead und den Tyrael in einem Druck drucken, während auf die Druckfläche vom Rocket One nur das Ding hier passt. Ich bin froh, ich glaube, ich habe einen Käufer mittlerweile für den Drucker gefunden, denn ich stelle mir lieber nochmal einen Saturn 2 dahin, als weiter damit zu arbeiten. Klar, wenn ihr sagt, okay, ihr habt irgendwelche experimentellen Sachen und ihr braucht jetzt nicht irgendwelche langlebigen Sachen oder irgendwelche Spielfiguren oder sonst was in der Richtung, sondern ihr wollt das Ganze als experimentellen Drucker nutzen, klar, könnt ihr es machen. Für Zahnärzte ist das Ding gar nicht geeignet, da haben wir auch schon in der Facebook-Gruppe schon drüber diskutiert, denn da war ein Zahnarzt dabei.
Der hat dann versucht damit, mit einem Dental Resin was zu drucken und hat sich voll auf die Nase gelegt, weil das vom Druck her das Ergebnis ähnlich aussah wie meine Drucke hier und natürlich das Ganze sich dann auch nochmal mit dem Filler vermischt hat. Das heißt, er bräuchte von diesem ohnehin schon teuren Dental Resin sowieso nochmal viel, viel, viel mehr. Und ja. Zum Schluss möchte ich noch mal ein paar Worte über die Lieferfreudigkeit von HiTry reden, über den Support und über das neue Kickstarter-Projekt. Fangen wir erstmal über den Support an. Da habe ich ja schon ein bisschen euch im Prinzip so einen Blick hinter die Kulisse gegeben, dass der Support nicht wirklich, naja, hilfreiche Antworten gibt. Ich meine, ich verstehe die Jungs, das ist kein Vorwurf jetzt gegen den einzelnen Mitarbeitern, die da entsprechend unterwegs sind. Die machen vielleicht einen guten Job, aber die haben halt nicht ausreichend Informationen, um euch wirklich qualifiziert eine Antwort zu geben. Das heißt, die haben wahrscheinlich eine Liste da liegen mit irgendwelchen Antworten auf bestimmte Fragen. Die jagen eure Fragen durch den Übersetzer und schicken euch dann eine standardmäßige Antwort zurück. Und durch die Menge an Anfragen, die sie bekommen, weil die Drucker einfach von der Qualität her nicht wirklich gut sind, sind die wahrscheinlich überlastet und auch ein bisschen genervt und sind dann schon teilweise ein bisschen zickig in ihren Antworten. Das kann man durchaus rauslesen. Ich habe von vielen von euch Nachrichten bekommen, E-Mails bekommen, hey, und auch auf der Kickstarter-Seite habe ich gelesen, dass es viele Leute gibt aus unterschiedlichen Ländern, die ihren Drucker zwar bezahlt, aber nicht erhalten haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, 4 Monate nachdem der erste Drucker ausgeliefert worden ist, immer noch nicht alle Einheiten ausgeliefert zu haben, obwohl das Geld schon von den Kunden bezahlt worden ist, die die Gründung der Firma quasi oder dieses Projekt mit unterstützt haben auf Kickstarter, ist echt ein No-Go. Wenn man dann sieht, dass HiTry wirklich massiv in die Werbung geht und auf der Webseite Weihnachtsverkäufe, Valentinsverkäufe und etc. alles anbietet, zu Preisen, die ähnlich sind wie die, die auf Kickstarter angeboten worden sind, ist das nochmal mehr ein Schlag ins Gesicht von den Leuten, die das gekauft haben. Auch ein Punkt ist zum Beispiel mal dieser Container. Ich habe mir gewünscht, dass das vielleicht eigentlich, obwohl es mir berechnet worden ist auf der Rechnung mit $16, so eine billige Tupperware, dass das vielleicht so eine kleine Variante, so eine Miniaturvariante von dem großen Container wäre. Das würde viele Probleme von mir lösen, gerade wenn ich irgendwelche Miniaturen, wie zum Beispiel das hier, was ich auf dem Saturn 2 gedruckt habe, ja, diese One-Page-Rolls-Figuren, würde viele Probleme lösen, weil ich ganz einfach nur diesen kleinen Bauraum brauche. Den kann ich locker mit einer Flasche Resin füllen und dann wäre schon mal einiges behoben. Stattdem habe ich dann so eine billige Tupperdose für $16 mitgeschickt bekommen, wo ich mich gar nicht wehren konnte dagegen. Und als wäre das noch nicht genug, hat HiTry mittlerweile auf der Webseite wirklich eine kleine Variante von dem großen Tank angeboten. Und auf meine Frage, warum ich denn nicht gleich so eine Teil bekommen habe, sondern erst 2 Monate später das Ganze auf der Webseite online ging, hieß es nur, ja, dann kauf halt eine. Ja, ist halt auch nicht die Antwort, die ich haben will. Zumal der Preis, der für die billige Tupperdose und für den kleinen Tank berechnet wird, halt der gleiche ist. Ja, da finde ich es dann halt noch unverständlicher, dass man das nicht macht. Genau das gleiche mit vielen anderen Kleinigkeiten, die da dran sind. Ja, mit dem Fast Resin zum Beispiel, was sie anbieten. Das war in der Kickstarter-Kampagne nicht verfügbar, ist aber eine Woche nach Release und nach Versand der Drucker auf einmal verfügbar. Wo ich wirklich sage, Leute, warum lasst ihr denn euch nicht nochmal eine Woche oder vielleicht 2 Monate mehr Zeit, um den Leuten dann wirklich statt so einem Scheiß halt wirklich was Ordentliches mitzuschicken, wo sie auch für bezahlt haben. Wie gesagt, ich will nicht meckern, ich habe meinen Drucker wenigstens erhalten. Es gibt viele Leute, die haben deutlich mehr bezahlt, weil sie nochmal ein größeres Paket bestellt haben als ich und haben ihren Drucker bis jetzt immer noch nicht erhalten. Und dann setzt HiTry dem Ganzen, finde ich persönlich, nochmal die Spitze auf und schickt den Unterstützern nicht mal ihre Drucker, sondern bietet noch zeitgleich die Belichtungseinheit aus den Druckern nochmal separat auf Kickstarter als Projekt an, als ob sie die Teile nochmal separat entwickeln müssten. Nein, müssen sie nicht. Die haben die Teile schon produziert. Sie haben sich quasi schon vorfinanziert durch den Drucker. Warum sie jetzt nochmal die Produktion von diesen Belichtungseinheiten separat irgendwie vorfinanzieren müssen, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite würde ich doch erstmal abwarten, bis ich die Belohnungen von der einen Kampagne ausgeliefert habe, bevor ich die nächste Kampagne starte, weil sonst macht es so auf mich den Eindruck, dass man halt versucht, noch die restlichen Bauteile aus dem Druckern, die man noch nicht verschickt hat, nochmal irgendwie an andere Leute zu verticken. Aber wenn der Rest vom Drucker nicht gut ist oder auch die Belichtungseinheit, die genau die gleiche Qualität hat wie der Drucker, dann werdet ihr mit diesen 400 Euro, die ihr da ausgibt, auch nicht glücklich. Und dann kauft euch lieber einen kleinen Elego Mars, da habt ihr wesentlich mehr davon. Der hat die gleiche Auflösung, fast den gleichen Bauraum und druckt wesentlich besser und wesentlich zuverlässiger als dieses Teil. Und damit möchte ich mich bei meinen Patreonen bedanken.
danken und auch bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Vielen, vielen lieben Dank. Ohne meine Patreonen, die mich mittlerweile tatkräftig unterstützen, könnte ich solche Drucker gar nicht kaufen und könnte auch das Ganze hier entsprechend nicht am Laufen halten. Von daher vielen, vielen lieben Dank an alle. Das sind mittlerweile recht viele geworden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao.